Herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Reroll. Hydra Bazooka Tempest Millennium. Nee. So, das müssen wir jetzt nehmen. So. Fortified, Natural, Arcane und Backline. Nice. Machen einen schönen Pyro-Start. Und 6 Worker sind das. Ich schicke auf Antranax. Und dem schicken wir keine Stab. Das tun wir ihm. Nee, den gefallen tun wir ihm nicht. So, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Heute ist Donnerstag. Und wir werden. Ich habe heute schon mal eine Folge aufgenommen, lief nicht so gut. Standen wir raus. Kennt man. Haben wir was für Spells? Haben wir? Wir haben Reroll, oh ja. Definitiv. Wenn ich lucky bin, warte mal. Kann ich einen Alpha Male zu Pyros packen? 45 plus. Pyro kostet 185, ne? Oder 150? Ich weiß es gerade gar nicht. Bone Crusher und der andere ist ein Pyro, ja gut. Da habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Für die Worker zu gehen. Lioness kostet 85. Plus 175 sind 260 und ein Pyro kostet. Ja, kann man nicht nachgucken, ne? Obwohl doch 132. 132 geteilt durch 0,6 ist gleich 220. Nee, das kann gar nicht sein. Das kann nicht stimmen. Den Pyro will ich nicht feeden, deswegen kriegt er von mir keine Sense. Und er ist auf ordentlich Work gegangen hier. Geht aber auch Gott sei Dank King Upgrades, deswegen kann ich hier weiter Worker gehen. Lecker. Wenn er auf 3 nochmal für King Upgrade geht, dann kann ich auf 8 Worker gehen. Gefällt mir. Liegt er das? Nee, da liegt das nicht. 70, 60, 40, 30. Ne, jetzt hält er sich gegen 40, 40, 40. Ja. Er hat's geschafft. Und dem Kollegen Pau da drüben tue ich nicht den Gefallen, um jetzt die schnell zu schicken, auch wenn ich dann 6 Gold verliere. Aber ich deny ihm ja dadurch auch 6 Gold. So, je nachdem, wenn er jetzt nochmal. Eigentlich müsste der 40 haben. Das heißt, er saved, macht wahrscheinlich so Chip-Saves. Schickt jedes Mal oder geht jedes Mal ein Key-Upgrade und das restliche Mythium hält er sich auf. Und dann schickt er auf 4 einen Hermit. Und dann müsste ich auf 4. Ja, er saved auf 4. Mit Madman halte ich nicht, das weiß ich. Mixen, ich weiß ja nicht so wie das fungonated bei dir, aber ich glaube, das lief nicht so gut, nicht? So, jetzt kriege ich einen Hermit. Was machen wir gegen den Hermit? 2 Wargs schaffe ich nicht, ich schaffe einen Warg und einen Gargoyle. Und ich kriege einen richtig dicken Cent gleich. Das belastend. Gehen in den Dragon Turtle. Bitte sag mir, ich schaffe die Dragon Turtle. Gott sei Dank. Ha. So.
Vaag. Und gehen wir hin, Gabel? Oder hier? Na, gehen wir hier, der macht eh keinen Schaden auf der Wave. Dann tankt er ein bisschen. Und der Vaag kann Pierce Damage machen. Das wird dann Alpha Male, weil wenn ich hier Pyros und Gargoyles drum packe, dann tut ihm das nicht weh. 100%, ja. Und der Hermit. Ehrenloser. Können wir noch mit zwei Walker gehen. Weil die 5 halten wir jetzt so. Mit dem, was wir da haben. Ja, liegt mal ein bisschen, ist okay. Er liegt auch. Und zwar hart. Finde ich gut. Liegen wir jetzt alle? Das ist nicht euer Ernst, ne? Ja, GG. Läuft gut, das Spiel. Alter, ne? Oje. Mit was bin ich hier gematcht worden? Oh mein Gott. Obwohl, wenn ich keinen Gargoyle gehe, schaffe ich hier einen Alpha-Mail, ne? Ja, dann gehen wir einen Alpha-Mail gleich. Bin zuversichtlich, dass wir die Wave so haben. Und auf Wave 6 kriegt er einen Hermit. Dann bin ich ehrenlos. Aber wieso, ich verstehe es nicht, wieso spielt man im Classic Tryhard-mäßig? Ich meine, macht doch gar keinen Spaß. Ich meine, du brauchst ja schon alleine eine halbe Stunde, um ein Spiel zu finden. Und dann tryhardest du auch noch komplett und savest den Gegner tot. Ah. So. Bitte, Hermit. Und ich komme auf 200, perfekt. Die dicken wieder alle. Oder? Rangy, kriegst du den Scorpion noch? Ja, so gut gemacht. Ich habe noch eine Dragon Turtle. So, wie viel Gold haben die Gegner schon bekommen? 126 durch 4. Ja, das ist eine Menge. Kann man mal machen. Ja. Ja, ja, ja. Machst du nix, ne? Gegen 7 bin ich schlecht. Eher schlecht als recht. Müsste ich Green Devil gehen. Er schickt jetzt, das heißt, ich gehe 2 Walker, sehr gut. Na, Peewee ist geboostet, das könnte ziemlich wehtun. Und der Zeus macht auch ziemlich viel Single Target Damage. Ja, der hält das. Belastend. Liegt der? Der liegt. Geh ich noch einen Worker. Ich könnte auch einfach Gargoyles gehen. Eigentlich hätte ich gerne einen Green Devil. Na 10. Ne, dann sind es halt 2 Gargoyles. Die tanken, der Alpha-Mail macht Schaden. Hoffentlich. Und jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder einen 120er Cent oder einen 80er Resend.
bin ich gespannt. 80, komm, gib mir den Hermit. Ja. Ne, Lizard und. Oh, Lizard, Snail und King Upgrade. Interessant. Kann ich ja nochmal zwei Worker gehen. Vielen Dank. Ist der Alpha-Mail der Shift? Ja, das ist der Alpha-Mail der Shift. Schade. Jetzt mein Schaden weg. Pyro macht ja gar nicht mehr so viel Damage, ne? Wenn es nur einer ist. Ja, liegen wir drei Stück. Eieiei, was ist das für eine Clown-Fiesta hier, ne? Alle liegen mit. Eieiei, was ist das für ein Game? Schauen wir in Dino. Lecker. Oh, King Damage. Oh, ja, auch gut. Was haben wir? Lightning Bolt? Oder wie heißt das? Lightning Hammer. Entschuldigung. 170. Green Devil und gegen 10. Ich könnte noch gegen 10 nochmal zwei Alpha Mails gebrauchen. Dann gehe ich gegen 9 ein und gegen 10 auch nochmal ein. Dann müssten wir das haben. Dann haben wir auch eine gute Frontline. Dann haben wir Supply upgraden. Können wir einen Worker geben? Ein bisschen schade, dass die Vargs hier tanken, weil die machen ja eigentlich den Schaden auf der Wave. Ah, die Green Devils, wäre Zeit für die, ne? Das haben wir ja. Easy peasy haben wir das hier. So eine Statistik, wo man angezeigt bekommt, wie viel Schaden eine Einheit gemacht hat, wäre nicht schlecht. Liegt er den jetzt jedes Mal? Finde ich gut. Wenn ich einen Kennel hier schaffe, freut mich das auch. Mimic wäre natürlich noch lustiger, aber bezweifle, dass ich die schaffe. Wird halt eher der Cannoneer. Schöner Impact Damage auf Wave 9. Und die beiden davon müssen das hier haben. Die machen die ja ziemlich quick weg. Oh, ich kann sogar noch eine Wacke gewinnen. Lecker. Dann gehen wir hier den nächsten Alpha Mail. Die Lioness spare ich mir später auf. Die kommt dann hier so irgendwo hin. Obwohl, die könnte ich auch zwischen die beiden Alpha-Mails packen. Hm. Da hat die halt einen verschwindenden Platz mit dem Pyro, ne? Hm. Und auf 10 kriegt er Double Cannon hier. Oh, er saved. Oh. Was ist das denn für einer? Unerwartet! Warum saved er denn? Damit hat ja niemand gerechnet. Und ich glaube, das liegt ja ziemlich hart. Erster Cannon hier geschafft. Oh, er liegt auch ziemlich hart. Er liegt nicht. Ah ja. 240er Cent. Hm. Ja. Passiert dem Besten? Kappa? Hm. 360. Noch ein Alpha-Mail. So, jetzt haben wir 170. Was machen wir damit? Madman gegen 11?
Eigentlich schon, ne? Obwohl, ne, gegen 11 möchte ich eigentlich jetzt noch zwei Pyros. Sechzig, noch ein Cannoneer. Dreihundertvierziger ist auch das ja nix. Quasi nix ist das. Seit wann hat er gesaved? Seit 8. Und die Waves gingen ewig lange. Und halt natürlich das auch nicht, weil meine ganzen Alpha-Mails weggefokust werden. Das ist belastend. Ja, mein Schaden ist weg. Das war's. GGWP. Wir leaken alle. Nur er hält mit den Zeus. No, er hält auch mit den Daphnen. Okay. Gegner leaken auch alle. Erste Waves sind wir gut. Wir gehen für Reroll. Bazookas brauche ich nicht mehr. Eigentlich müsste ich jetzt 5 Worker gehen. Ich gehe schon mal für 3. So, Reroll, was haben wir? Masken, APS, perfekt. Gargoyles brauche ich nicht mehr, Bazookas brauche ich nicht mehr. Jetzt gehen wir erstmal 2 Masken und eine APS hier. Sehr gut, haben wir AOE gezogen. Jetzt können wir snowballen. 3 Worker. Ach, Kings maxed, wunderbar. Sieht man gern. Und dann geben wir gleich einen Hellraiser. Und 2 Pyros. Ne, ein Hell. Wir schaffen nur 2 Hellraiser, ne? Ja, Alpha Males, eigentlich sind die ja ziemlich tanky mit Natural Armor. APS kann ich nicht zu den Vargs setzen, weil sonst. Zu den Alpha Males setzen, weil sonst verlieren die Resistenzwerte. Und Schaden. Ich muss jetzt schon auf 30 Uhr kann sein. Nee, kann ich nicht machen. Ich muss auch noch Supply gehen. Gegen 12. Standbild, vielen Dank. Wir wollen, dass die auf 13 gebufft sind. Auf 12 sind die gut mit dem Pierce Damage. Ich mach die weg und mach dafür eine Maiden hin, weil eine Maiden macht mehr Schaden als 3 Masken. Und gegen 13, schauen wir mal, was er macht. Er saved, war klar. Dann gehen wir jetzt in Starcaller. Lord of Deaths dürfte ich eigentlich neben den Varg platzieren, wenn ich sie nicht ausbaue zum Hades. Und ich werde einen richtig dicken Cent bekommen. Aber ich komme auf 2500 Value. Wenn ich das dann abfange. GG. Ich muss aber nochmal schicken, bevor ich den schaffe. Und ich glaube, es bleibt beim Dino, weil den Cannonier schaffe ich nicht.
Wäre mir zu knapp gewesen, ganz ehrlich. So. Machen wir hier den Starcaller hin. Ach, der kostet nur noch 335. Gar nicht mitbekommen. So, jetzt sind wir auf 2500 Value. Und selbst wenn er jetzt... Könnte er auf 14 saven? Ich könnte mir auch vorstellen, dass er auf 14 saved. So irrenlos ist der. Aber dann sitzen halt einfach LODs hier drum und dann... Gehen wir erstmal noch ein Hermit hier. Ging der noch mit? Ne, der ging nicht mit. 360 sickt jetzt. Okay. Dann gehen wir jetzt hier 5 Worker. Obwohl eigentlich nicht, ne? Ich muss jetzt eigentlich overwählen, damit ich 14 und 15 halte. Und damit hier noch 16 gut Worker gehen kann. Ziemlich viel Swift Armor, Safety Maul. Wird gleich die ganze Zeit angegriffen. Ist weg. Sehr schön. Starcaller macht hier alle weg. Gefällt mir. Hermit stirbt auch. Die Masken sind sehr fair. Komm, sag mal, Ball ist er weg. Bam, Junge. Sehr gut. Und wir fangen an zu leaken. War absehbar. Wir gehen jetzt weiter Value. Dann schaffen wir nach Wave 14 die 3800 Value, wenn ich mich nicht verrechnet habe. 800, wir kommen jetzt auf 3300. Ne, 3200. Doch, 3300, genau. Gehen jetzt hier einmal eine MP, nee, schon mal zwei Maidens, so, der wird nicht gedebufft, und zwei Lord of Deaths, die sind dann auf der 15 gebufft, die drei bauen wir dann danach aus und den Rest gehen wir dann noch in könnten Pyros gehen? Wo eigentlich Lord of Death soll, mit dem Starcaller müssen wir die Aero erstmal ausschöpfen. Mimic Resend, ja, kann er machen. Ich möchte, dass die Waves jetzt so schnell wie möglich vorbeigehen, deswegen die krasse Overvalue. Umso schneller die Wave vorbei ist, umso weniger Mischung verliere ich. Umso länger die Wave geht, umso schlechter ist es für mich. Er liegt jetzt. Wir kommen echt auf die 4000 Value. Finde ich gut. Dann gehen wir jetzt Hellraiser und MPS, würde ich sagen, anstatt Lord of Deaths. Erstmal die drei Hellraiser, die sind am wichtigsten. So, MPS. Jetzt haben wir 130 Gold übrig. Was machen wir damit? Hier werde ich noch eine APS platzieren. Deswegen werde ich dann jetzt hier einfach noch anfangen, Masken zu setzen. AoE. Obwohl. Na, mit 130 Gold kann ich keinen Pyro setzen. Nee, das funktioniert nicht. So. Dann gehen wir jetzt einmal Supply Upgrade. Und können dann komplett in Worker gehen. Alles, was wir haben. Und bekommen werden. Er saved, aber ist egal, ich bin auf 4000 Value, ich bin allein schon für Wave 16 Overvalue. Außerdem werde ich meine Kollegen dann haben. Wenn denn hier jemand liegt, der liegt. Der liegt nicht. Er liegt. Schon mal Supply upgraden. Und jetzt können wir nochmal schicken. Wenn wir denn was schaffen. Die liegen alle. Eieiei. Zeus Masken Army.
Ja, 3200 Value ist doch okay. Oh, die kriegen King Damage. Oder? Drache Daphne. Alles jetzt gleich Gold, was ich in Worke gehen kann. Vor der Wave habe ich jetzt null Angst. Die Masken sind perfekt auf der Wave. Ich habe drei gebuffte Masken. Ich kann jetzt hier nochmal 5 Worker drauf gehen. Ah, sind jetzt auf 53 Worker, ja. Und gleich müssten wir dann weit oben stehen. Schicke ich eine Hermit. Ach komm, die Ehre habe ich schon längst verkauft. Safe weiter auf 17 vermutlich. Dann gehen wir dann einfach für Fortified, also Pyros in dem Fall. Und, oder nee, Mudmints haben wir ja. Warum denn Pyros, Jerome? Was ist denn los mit dir? 17 sind die Pyros nicht mal gut. Geh einfach 2 Golems. Ja, ich muss schon wieder Supply upgraden. Das ist belastend. Aber da liegt, der Siege Tower liegt wieder, der auf mich saved. 4600 Value sollte ausreichen. Einmal bitte Supply Upgrade. Und Golems kosten 140 plus 256. Oh ne, das ist eine 0. Ach, 140, egal. Sehen wir jetzt, ne? Okay, und eine APS hier hin. Haben wir den Golem hier haben. Und wenn er jetzt schickt, können wir noch härter Worker gehen, weil wir die... Ah, die Welle von der nächsten Welle haben wir gar nicht, ne? 5100? Nee, muss ich trotzdem valuen. Schade. Noch ein Mäskchen. Schadet nie. Drache, man weiß ja nicht, was Folly mehr hat, ne? Oh, er schickt jetzt. Ja, dann gehen wir jetzt hier mal ordentlich Worker, ne? So 15 Stück. Nicht 16, 15. Hör mit Safety Mall, hör mit. Oh, Kraken. Sind das 2 Kraken? Tatsache, 2 Kraken. Da muss ich Supply gleich mal gehen. Das liegen wir. Das werde ich nicht halten. 2 Kraken sind zu viel. Ich hoffe einfach nur, meine Mates haben mich. Junge, ich habe 1300 bekommen. Beschwer dich nicht. Ah, da liegt jetzt auch jede Wave. Macht keinen Unterschied. Orange hat. Ich habe die beiden Kraken bekommen, das sind 200 Gold. Und ein paar Metal Drinks habe ich auch bekommen. Quasi das meiste von der Wave. Und die bekommen jetzt mehr King Damage. Ne, die bekommen weniger King Damage, ah, belastend. War es, ne? Ja. Drei Mimics. Und jetzt nochmal 6 Worker. Die werden wahrscheinlich wieder saven auf 19, aber hey, ist mir Wurst. Ich habe noch eine Mimic, ja. Massig Mimics. Ich habe die meiste Value, beschwert euch nicht. 640 Resend ist okay.
Damit kann ich leben. Meine Lord of Death Army mit Starcaller wird das klären. Wie die an. Die HP war schon anfangen zu laggen. Das ist zu viel für die. Oh, dieser League Fiesta. Gegen 19 gewinnen Gole, 2 Pyros. Oh, können noch einen Worker gehen, lecker. Ah ja, die Workerness. Jetzt kommen die Waves, wo ich anfangen muss, für die zu halten, ne? Obwohl, ne, wir haben eigentlich alles gutes Income. Müssten die eigentlich, wenn sie so gut spielen, selber hinkriegen. So, erstmal noch ein Lord of Death. Gegen 20. Golem. Dann gehen wir hier noch einen Starcaller. Nee. Ja, das muss ich jetzt auch nicht mehr schicken. Schicke ich auf 20. Na, ja, dieselben. War absehbar. Dann schicken wir jetzt einmal schön Schamane, Safety Mobile Hermit und Hexen. Gibt zwar nicht so viel Income. Aber da ist saved, kann ich eh keine Worker gehen. Und dann gehe ich dann lieber jetzt schon mal auf die 10.000 Value, weil er jetzt anfängt zu leaken. Okay, gut, ich nehme alles zurück, ich gehe doch Worker. 100 Worker kann man ja schon mal gehen, ne? Ist ja nicht verwerflich. Oh, 2 leaken. 3 leaken. Meiner leakt nicht, ist okay. Das wird guter Schaden. 39 Einheiten. Lecker. So, 1800. Starcaller. Jetzt 175. Jetzt machen wir mit 185 Gold. Green Devil. 175. Das kommt meistens auf die nächste Wave an. Die danach. Ja, 1300 Overvalue. Der Cent müsste eigentlich direkt verschwinden mit den Masken. Ja, die ganzen Drachen. Die Starcaller machen guten Damage. Bisschen schade, dass die Lord of Deaths jetzt alle sterben. Kriegt ihr nochmal eine Rotation Drachen raus, bitte? Danke. Das war wichtig. Ah, die halten. Belastend. Ah, schicken wir nochmal Income, was wir haben, ne? Oh, liegen jetzt etwa alle? Aber wenn man Lightning Bolt, die sind alle ziemlich low. Die kommen nacheinander rein. Er wirft schon mal den Spell, ist sehr gut, er macht einiges schon mal gar keinen Schaden. So, jetzt die Hellraiser,
weil wir die Wave danach halten wollen. Zwei Pyros. Und ich muss noch Supply gehen. So, 400. Noch ein Golem. Jo. Und ein Wag. Man soll nicht sagen, ich hab's nicht versucht. Schamane. Safety Mode, Pack Leader, Hermit. Und danach auf der nächsten Wave sind die ganzen Hellraiser gebufft. Mit MPS Buff. Er hat Cent bekommen, das ist gut. Aber er hat viel zu wenig Value. Warum ist mein Hermit nicht raus? Achso, der muss noch. Okay. Schamane wäre lecker. Ach, Schamane habe ich schon. Ja, da liegt einer, sehr gut. Jetzt könnten wir noch hexen, ne? Hexen, ja. Hexen sind abartig böse. Gefällt mir. So, schaffen wir. Ja. Schaffen noch eine Hexe. Gut, dass wir noch geahnt haben, das war knapp. Das ist jetzt alles oder nichts, Jungs. Alles oder nichts. Die Wave hält eigentlich keiner mehr. Halt ich die? Die HP-Bars buggen ja alle ein bisschen. Ich halte. Und wenn ich halte, heißt das, unsere Waves sind langsam. Und er hält auch. Easy. GG. Jetzt kommt seine Frontline rein. Wir halten jetzt noch ein bisschen und da hauen die schon drauf. GG WP. Ah ja. Fühlt sich gut an, Leute zu besiegen, die ehrenlos saven. Ah. Ein Hoch aufs Classic. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, ne?